Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal wieder etwas zum Thema: Ich wechsle mal das Revier. Hier am Einsatz habe ich die Qlife H881 mit Wi-Fi. Wie ihr auch gleich sehen könnt, macht sich hier jemand sehr stark zu schaffen an der Kamera. Das ist auch das kleine Problem hier an diesem Standort. Es sind nämlich sehr viele Waschbären unterwegs, aber nicht nur. Da haben wir dann auch gleich ein Kids, wahrscheinlich aus diesem Jahr, vermutlich mit ihrer Mutter, welches auch sehr neugierig ist, aber sich auch verschrecken lässt von dem komischen Gerät, was da hängt. Durch die Neugier des Waschbären hat er dieses Problem verursacht, also der Busch im Vordergrund schluckt das LED-Licht. Er erscheint sehr weiß und nach hinten hin wird es immer dunkler, also das Bild säuft ab. Dadurch erscheinen die Aufnahmen eher schlecht und man kann nicht wirklich viel erkennen, was im Hintergrund passiert. Das wird sich im Laufe des Videos noch etwas verstärken, weil auch die Waschbären an diesem kleinen Strauch interessiert sind und dieser sich ab und zu mal weiter nach vorne oder nach hinten bewegt. Dies ist jetzt kein Waschbär, sondern ein Marderhund. In einer weiteren Aufnahme werdet ihr auch noch sehen, dass sie zu zweit unterwegs sind, also sie werden hier heimisch sein. Wildschweine zeigten sich dann auch noch. Bei der nächsten Aufnahme nehme ich an, dass auch in der Nähe eine Sule ist, weil das Wildschwein vermutlich nass ist. Es erscheint sehr dunkel am Bau. Für diese Aufnahmen hat sich der Standort schon mal gelohnt, weil ich habe mal wieder einen Greifvogel vor die Linse bekommen. Er hat wohl gejagt und war dabei auch erfolgreich, wie man gleich sehen kann, weil er frisst wohl was. Bei der Bestimmung des Vogels mache ich mich ein bisschen schwer, aber ich nehme mal an, es wird wieder ein Bussard sein.
Das soll es für heute wieder einmal gewesen sein, aber ich habe noch eine Überraschung für euch. Weil ich möchte mich von dieser Kamera trennen, also es ist die Qlife H881 mit Wi-Fi. Schreibt gerne was in die Kommentare mit dem Hashtag H881, wer sie natürlich haben will. Und unter allen Einsendungen werde ich diese Kamera verlosen. Wenn es nur einer ist, dann werde ich denjenigen direkt anschreiben und ihm sie zukommen lassen. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und ich würde mich freuen über Likes, Kommentare. Und wer natürlich neu ist hier, lasst auch gerne ein Abo da. Denn heißt es für mich, wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.